Servus, meine lieben Profis, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 Remastered. Wir stehen vor der großen Frage, wohin genau? Ich kann diese Frage noch nicht beantworten. Wir können eine Sache mal eben kurz testen. Oder uns erstmal ein bisschen umgucken, so ganz ohne Boot, weil wir können ja hier noch drunter hertauchen. Und hier ist ja dieses Tor aufgegangen. Da hinten werden wir angeschossen. Finde ich nicht gut. Das Ding ist, du kommst da nie im Leben schnell genug drauf, dass du keinen Schaden nehmen kannst. Dann kurz einmal abtauchen. Okay, wir haben hier halt über diese schönen Seitengassen, das ist natürlich toll. Sagen, was ist jetzt seine Mission, Kollege? Oh Mann! Nee! Das ist nicht wahr. Ich und meine Magnesiumfackeln, ey. Er wollte mir auf jeden Fall ein Medikit vorbeibringen, finde ich nett von ihm. Und mir diese Tür hier aufmachen, finde ich auch nett von ihm. Junge, diese Ratten, die bringen mich einfach gerade um. Was soll denn das? Erst war das Medikit fressen, was wir vorhin gekriegt haben. Also Medikit-Verbrauch ist in Tomb Raider 2 direkt von Anfang an höher als in Tomb Raider 1. Das müssen wir mal festhalten. Okay, jetzt würden wir da hinten auch reinkommen. Diese Ratten. Ist natürlich die Frage, wo kommt er hier eigentlich her? Kann ich ihn umgehen, indem ich ihn umschwimme? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich werde ich ihn nicht umgehen können. Und werde mich mit ihm anlegen müssen und wieder Schaden nehmen müssen. Wortwörtlich. Den würde ich jetzt als erstes loswerden, weil der mir tierisch um den Senkel geht, wenn ich ehrlich bin. So. Kommt da einfach angeschlichen und will mich dann abmurksen, wenn ich hier wieder rauskomme. So nicht. Da murks ich vorher ab. Bin eingeschlossen. Aha. Aber ich habe einen Schlüssel. Menno, warum immer Hunde? Und da kommt es ja auch jetzt nicht schadensfrei raus. Drop du wenigstens ein Medikit, damit ich wieder eins habe. Danke. Schön. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Gefällt mir.
Das sieht aus, als ob ich mich da oben festhalten könnte. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Antenne, die hängt da jetzt nicht ohne Grund, ne? Oder hängt die da doch komplett ohne Grund? Na doch, die hängt da ganz ohne Grund. Schön. Okay, gut, jetzt habe ich einen Schlüssel. Weiß man denn, wofür der Schlüssel gut ist? Brauche ich gerade irgendwo einen Schlüssel? Nicht sicher. Nicht sicher. Brauche ich irgendwo einen Schlüssel für? Grübel, grübel und studiere. Da oben wohl ein Schlüssel. Ist der Schlüssel für da oben? Könnte. Schauen wir mal. Er ist für hier oben. Schön. Ich finde das dreist. Kommst hier rein, wirst wieder angeschossen. Aber der droppt wenigstens ein Medikit. Danke. Danke dafür. Aha. Ob wir es brauchen werden? Ich würde mir sehr wünschen, dass das Level bald durch ist und wir es nicht brauchen werden. Aber wenn ich mir meine Lebensleiste ansehe, brauchen wir keinen einzigen Gegner mehr begegnen und wir werden es brauchen. Okay, und ab jetzt können wir ja mit dem Boot auch irgendwo hinfahren. Also vernünftig fahren. Ich hätte ganz gerne wieder einen gewissen Puffer an Medikit zu den Tomb Raider 1. Ich meine, gut, da habe ich hier auch einfach wirklich gar keine gebraucht. Wir speichern an der Stelle mal. Gift Neko Medikit 5. Danke, danke. Sind irgendwo auf dem Postweg verschollen gegangen oder so. Let's go. Einmal ein bisschen Boote kaputt machen, das ist ein Hobby von mir. Ich hoffe, das Boot hat keine begrenzte Lebensanzeige oder sowas. Wenn doch, upsie. Och Mist. Och Mist. Ist die Frage, müssen wir? Ich glaube, wir müssen zu dem Typen sowieso hin, ne? RIP. Definitiv RIP. Vielleicht auch Rippchen. Venedig? Ja, Venedig. Na, wie bin ich denn vorhin auf dem blöden Boot rausgekommen? So, ich wusste es. Ganz klarer Fall. Wir werden einfach mal eins der Medikits fressen. Und uns wahrscheinlich gleich ordentlich wieder auf die Fresse geben lassen. Die Boot-Verlassen-Taste. Ich fürchte, ich habe die tatsächlich noch nicht so wirklich gefunden. Das ist immer eher Zufall, dass ich aus dem Boot aussteige. Ich würde den Typen hier einfach ganz gerne umlegen, falls das okay ist. Falls das okay für ihn ist, Mister. Die gehen mir gehörig auf die Nerven und ich würde sie ganz gerne loswerden. Hat sich gelohnt. Und jetzt Rippchen. Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Hunger, aber ich, werde mich noch ein wenig gedulden müssen. Nach dem Stream gibt es Abendessen.
werde mich noch ein wenig gedulden müssen. So, jetzt haben wir eigentlich keine Gegner mehr und ich habe eigentlich jetzt freie Bahn mit dem Boot. Was einen verdammt schönen Sound hat, das Boot. Rippchen hätte ich auch gerne. Ja, ich merke schon, wir hätten alle ganz gerne gerade Rippchen. Von da kommen wir, richtig? Ja, richtig. Aber warum fängt hier die Musik wieder an? Muss ich wieder zurück? Das ergibt ja jetzt gar keinen Sinn. Nein, nicht zurück. Okay. Dann irritiert die Musik einfach nur. Schön eine Runde im Kreis. Oh, hier sind noch Boote, die kann ich noch kaputt machen. Na, da waren wir ja auch schon. Was tue ich da? Hast du ein Loch im Zaun? Ja, ja. Du meinst so wie in Mirror's Edge, wo ich ein bisschen zu dämlich war? Wahrscheinlich gibt es ja auch wieder irgendein Loch im Zaun, was ich übersehe. Ich merke das schon. Ja, Wegfindung ist nicht so meins im Videospielen. Ja, da waren wir. Da waren wir drin. Ja, ja, ja. Erinnerungsvermögen kommt wieder. Ein bisschen. Ein bisschen sehr, ja. Hier waren wir ja noch gar nicht. Stimmt ja. Hier ist ja noch jemand, der mit uns spielen möchte. Ich müsste auch hin. Und ich weiß nicht, wie ich zuverlässig aus diesem Boot aussteige. Also speichere ich lieber vorher. Fahr da rein! Rein da! Aussteigen! Danke. Noch Mensch! Ich bin so ein Dusel. Jedes Mal diese... Ich weiß nicht, wie viele Magnesiumfackeln hat man. Ich werde die alle verbrauchen. Einfach, weil ich so ein Dusel bin. Weil ich ein exorbitanter Dusel bin. Was für einen Knopf hat man jetzt da betätigt? Wofür war der gut? Ach, dafür war der gut. Aber da sind ja die ganzen Seeminen. Da werde ich nicht mit dem Boot durchfahren können. Die Fackeln und die temporäre Gamma erhöhen. Ich, ohne Witz, ich drücke jedes Mal aus Versehen F, wenn ich, obwohl ich E drücken möchte. Das ist eine ganz gruselige Nummer bei mir. Ich will hier hoch, aber ich komme da nicht hoch. Warum läuten jetzt gerade Glocken? Doch sehr verlockend, hier irgendwie was zu machen, oder? Sowas zum Beispiel. Weswegen auch jetzt immer diese Sicht kommt. So, so teuer sind Scheiben nicht. Einfach alles kaputt schießen. Nach 12 Glockenschlägen schließt sich die Tür wieder. Welche Tür? Ich rede jetzt nicht von der hier, oder? Ich weiß, was habe ich jetzt überhaupt? Ich bin völlig neben dir. Was habe ich überhaupt eingesammelt jetzt? Ich habe einen Schlüssel, das ist richtig, aber... Welche war das?
Oh Mann, ey, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der grüne Drache war ein Secret. Secret erfolgreich gefunden. Aber wir fahren jetzt erstmal wieder zum Boot. Ich glaube, das werden wir brauchen. Ansonsten werden wir nicht schnell genug zu der Tür hinkommen, wessen ich immer noch nicht bewusst bin, wo die sein soll. Aber das werden wir rausfinden. Wir haben ja zum Glück alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Warum geht sie da? Kann ich da auch anders rein irgendwie? Irgendwie so hier? So, okay, schön. War dann vorhin offensichtlich verbuggt, dass ich dann hier reinklettern konnte. Jetzt muss ich gleich aber erstmal tatsächlich gucken, welche Tür das genau war, wo ich hin muss. Zum Glück kann man das Boot nicht kaputt machen, das wäre katastrophal. So, zeig mal her, Tür. Wie soll ich denn da hinkommen ohne dass ich durch die Minen fahre? Das ergibt ja jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da zuverlässig hinkommen soll gerade. Aber selbst wenn ich den Weg wüsste, ich meine, das ist jetzt zu spät, aber selbst wenn ich den Weg wüsste. Und hier scheint der Weg offensichtlich richtig zu sein, aber gibt es irgendwo eine Abkürzung? Ich komme ja vor allem da auch bei den Minen gar nicht her. Das ist ja viel schlimmer. Irgendwie noch ausschalten? Eigentlich hättest du zwei Boote im Level sehen müssen. Du meinst jetzt aber nicht die Boote, die ich überall versenkt habe, die Gondeln. Die meinst du ja jetzt nicht. Also ich habe nur das Boot gefunden, was hier war. Ansonsten keins. Ne, das Motorboot. Werde mir vielleicht heute Essen bestellen. Am Anfang des Levels gibt es auch eins. Das habe ich nicht gesehen. Hat Nico einen Bootsführerschein? Noch nicht. Jetzt ist die Frage, was hätte mir das Boot am Anfang denn gebracht? Ich meine, ich muss ja trotzdem von da hinten aus irgendwie nach da hinkommen. Oh, man kann auch schneller fahren. Das ist natürlich cool. Aber trotz all dem bringt mir das nicht so sonderlich viel. Ah, hätte ich. Lass mich raten, das andere Boot hätte ich da durch die Minen jagen sollen. Damit die weg sind. Kann das sein? Kann das sein, dass ich das Boot hätte mit Vollspeed dahin fahren müssen, rausspringen müssen? Ja. Ja, cool. Also gehen wir jetzt mal auf die Suche nach dem zweiten Boot. Der Weg war ja wenigstens schon mal der richtige, den ich gefahren bin. Jetzt ist die Frage, wo ist das Anfang vom Level? Oder der Anfang vom Level so. Hier nicht. Das sind die Häuser ganz. Nein. Da hätte noch ein zweites sein müssen. Ganz gesehen. Vielleicht ist es einfach verbuggt bei mir. Das wäre natürlich jetzt tragisch.
Hier hätte eins sein müssen. Wie Sie sehen, sind sie kein Boot. Gibt es einen Trick, wie du ohne Zeitdruck den Level beenden kannst? Nein, ganz am Anfang des Levels, aber muss ich ja noch weiter zurück. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wie ich hier noch weiter zurückkam. Mensch, da sind ja wieder Ratten und ich habe einfach keine Medikits und alles Mies. Wie viele Medikits habe ich gerade? Eins. Und drei große. Ich werde es halt brauchen, wenn ich da an den Ratten vorbei möchte, ne? Bei den Ratten gibt es eine Leiter, ja, aber ich werde, die warten ja hier dann gleich direkt vorne auf mich. Wäre das Problem erledigt. Aber wo wir das zweite Boot finden, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung ab. Checkt dort, findet ihr alle Links zu Social Medias. Und dann auch zu Twitch. Dort könnt ihr live dabei sein. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NikoTube. Cheerio.